Nee, so wollte ich das eigentlich nicht, Freunde. So ist okay, aber nicht alle. Die Gierschlunde. So, hier auch nochmal. Sollten da mal mehr drin sein, verteilen wir die auch ans Restsystem. Das ist jetzt überhaupt kein Problem. Hier ist es alles safe. Okay, hier machen wir auch nochmal zwei rein, damit da wenigstens was grundsätzlich läuft. So, dann geht's los. Wir brauchen Carbon Nanotubes. Da brauchen wir mal so, sagen wir mal 3000. Zack. Dann brauchen wir für die Produktion Alois. Alois. Bist du es? Alois. Zack. Und dann brauchen wir noch... Ich mache das immer so. Ich schaue immer einzeln nach, ne? Ich bin da vielleicht einfach... Ich kann es mir auch nicht merken. Aber das ist ja auch nicht schlimm. So. Und dann exportieren wir aus dem Ding diese Dyson Frame Materials bis zum bitteren Ende. So ist der Plan. Easy peasy, oder? Was brauche ich dafür, um die zu bauen? Einen ganz normalen Assembler. Ja, kein Problem. Kein Problem, so... Dann ab dafür. Fangen wir hier an. Wie gesagt, das wird jetzt nicht die überkrasseste Produktion, die jemals existiert hat. Das wissen wir alle. Aber es reicht doch auch. So, warte mal. Hier müssen zwei durch. Er hier kann hiermit vorbeifahren. Ist das jetzt die gleiche Höhe? Nee, meins noch. Ist der Plan erstmal. Haben natürlich jetzt ein bisschen wenig Titanium-Alloys. Das ist natürlich schwierig, dass wir da so wenige von haben. Ist das ein Engpass? Nee, oder? Doch! Uiuiui! Houston, we have a problem. It's a little bit of a Also, ganz großes Problem eigentlich. Das ist eigentlich nicht so geil, dass das so ist. Das war eigentlich nicht der Plan, dass das so ist. Uff, uff, uff. Da, das ist bitter, ne? Also das ist ja schon nicht so schön. Ja, wenn dann boller mal richtig rein, ne? Also wenn dann boller mal da Vollgas rein. Das soll ja auch gar nicht so schlimm. Das staut sich ja dann eh zurück. So. Also, Titanium-Alloys. Uff. Die sind aber bitterböse, ne? Die sind bitterböse. Die brauchen Sulfuric Acid. Und lass mich lügen, da hängt's wieder, oder? Das hängt doch immer daran. Nicht mal so schlimm. Also, könnte man theoretisch noch besser machen, aber, ja. Uff. Gesmeltet wird das Zeug. Ja, gut. Dann werden wir gleich sehen, wie wir es lösen. Und dann machen wir das nämlich hier auch gleich vor Ort. Wie gesagt, Herkules 4, so unbedeutend der Planet am Rand dieses Sektors hängt, ja. So wichtig ist er für die gesamte Produktion unseres Empires, ja. Empire. Also dieses kleine unbedeutende Nest irgendwo im Nirgendwo ist quasi, da hängt unser ganzes Glück dran. Und der Strom hängt da auch dran. Suche einen Planeten mit Schwefelsäure-Ozean. Skagi, das war der Plan. Ich habe aber keinen gefunden in meinem Umfeld. Und das hat mich dann traurig gemacht. Und dann war ich traurig und dann wollte ich nicht mehr suchen. Und dann dachte ich, die Suche ist erfolglos einfach. So, dann brauchen wir noch das da. Und dann brauchen wir Sulfuric. Nehme ich mal so mit, für den Fall, dass wir das irgendwo finden, nehme ich das mal an. So. Demand. Noch mehr Demand. Gib mir all deinen Demand. Und dann produzieren wir am Ende hoffentlich hier Titanium Alloys. So. Bam. So, und dann gehen wir jetzt dann
Hier können wir abknicken, hier können wir abknicken. Das heißt, wir gehen an der Seite trotzdem noch raus. Mit alledem. Und das wird dann gesmeltet, hieß es. Naja, gut. Okay, also gehen wir hier raus. Ja, das war clever, ey. Ey, Markus! Schönen guten Abend, Zwerg und Chat. Ey, dir natürlich ebenfalls. Ey, bei euch Regen oder was? No way. Ach, krass. Nee, bei uns kein Regen. Also hier nix Regen. Gar kein Regen. Ich hätte gehofft, ich gönn's dir allerdings sehr, dass das bei euch angenehmer jetzt ist. Ich gönne es dir wirklich sehr, weil hier war zwar Regen gemeldet, aber nur so ein bisschen halt, ne? So Alibi-Regen. Wer kennt's nicht? Der gute alte Alibi-Regen. Und kam aber bis jetzt noch nichts. Und selbst wenn, würde ich es wahrscheinlich auch nicht mitbekommen, weil ja alles zugerammelt ist. Ne? Ich höre es nicht, ich sehe es nicht. Es ist ganz wild. Aber freue mich, dass es bei dir auf jeden Fall jetzt abgekühlt hat. Das ist wichtig. Und I'm a Beer! Einen wunderhübschen guten Abend! Und vielen lieben Dank für deinen Raid! Dankeschön! Herzlich willkommen, liebe Raiders! Na? Seid ihr der Tarkov-Sucht immer noch verfallen? Vielen lieben Dank dir! Dankeschön! Hi! Na? Und wie ist es so? Immer noch mitten im Tarkov-Paradies. Nur wo mir das? Eigentliches Clanvolk, okay. Und wie war's? Wie hat's dir gefallen? Also nochmal an die ganzen Bärens. Ja, einen wunderhübschen guten Abend. Schön, dass ihr da seid. Vielen lieben Dank für den Raid. Hi. Ah, sau lieb von euch. Ey, und Markus. Markus unterstrich der unterstrich Franke schenkt einen Sub an Neverek. Ey, vielen lieben Dank. Vielen lieben Dank, Markus, für dein Verschenken. Und, Neverek im ersten Monat schon angekommen. Jetzt ganz frisch dabei, quasi. Ganz, ganz frisch dabei. Vielen lieben Dank. So, wir sind hier gerade noch voll am Überlegen und Denken. Seht's mir bitte nach. Seht es mir bitte nach, es sind gerade wilde Zeiten. Es sind gerade wilde Zeiten hier in Dyson Sphere Program. Aber wir kommen der Sache langsam hin und her. Und manchmal auch weniger. ja. Haben wir denn. Wir müssen noch ein, zwei Sachen gerade noch neu bewerten, vielleicht. Unter Umständen neu bewerten trifft es ganz gut. Wir brauchen Sprit, also Benzin quasi, Öl. Da produzieren wir. Geht so. Jetzt produzieren wir theoretisch, bräuchten wir Sulfuric Acid, dass die Schwarte kracht. Ah, ist nicht so einfach alles. Nicht so einfach. Wasser ist kein Problem, das kriegst du quasi überall. Ja, Yannick, deswegen schauen wir nach Sulfuric Acid gerade. Weil das könnte fehlen, ja. Deswegen zeigt das hier auch an, dass das gelb ist. Gelb heißt immer, theoretisch wird ein Problem erreicht. Praktisch ist noch keins da, aber theoretisch, weil wir könnten hier ja noch mehr geben. Ne? Also die Fabriken könnten hochfahren, würden alle voll laufen, tun sie aber ja eigentlich nicht. Das heißt, entweder produzieren wir irgendwo anders zu wenig oder da hängt irgendwo was, dass die Fabriken nicht richtig funktionieren. Oder sie sind einfach nicht angeschlossen ans System, was ja bei den Altplaneten durchaus der Fall sein kann. So oder so ähnlich könnte es auf jeden Fall zu wenig sein. No? So oder so ähnlich könnte das aussehen. Ja, wie dem auch sei. Hier kann unsere Produktion erstmal nicht punkten. Ja, die kommt nicht in den Recall. Wir brauchen Sulfuric Acid. Aber wir brauchen auf jeden Fall auch, und das ist auch so ein Ding, wir brauchen grüne Forschung. Und die ist eigentlich noch viel ekelhafter als alles andere. Produzieren wir diese Lenses-Dinger? Ja. Produzieren wir ausreichend? Passt, Gott sei Dank.
Das heißt, ein Teil dieser ganzen Produktion für Grün haben wir schon. Jetzt geht es nur noch um die Dinger. Da haben wir Prozessoren, die kriegen wir relativ unkompliziert hin. Und jetzt brauchen wir noch Plane Filters. Okay. Und die werden aus Casimir-Kristallen gemacht. Produziere ich Casimir? Casimir? Ich hatte mal eine Katze, die so hieß. Aber nee, produzieren wir nicht. Kein Casimir bei uns. Schade eigentlich. Was heißt hatte, ne? Kasi gibt's ja noch. Grün ist eigentlich so die es gibt, glaube ich, noch eine weiße Forschung, aber die ist dann eher nur für super, super Special Late Game. Das ist eigentlich so die gesamte Forschungsbandbreite, die du abdecken kannst. Damit kannst du eigentlich alles machen. Der Rest ist dann wird dann einfach nur teurer erstmal. So, was brauchen wir dafür? Geht so. Ich hab doch irgendwo, hatte ich doch mal diese Optical Grating Crystals. Wo waren denn die Dingers? Lass mal ganz kurz ins All gucken. Die haben mich irgendwo. War das in Cheddar? Nee, das ist Atzel. Atzel war es nicht, oder? Nee, das waren die anderen Crystal Dingers. Vega. Da gab es nur Fire Ice. Hada. Irgendwo gab es die Dingers. Da habe ich mir gedacht, Mensch, gut, dass wir es haben. Dann muss das hier irgendwo gewesen sein. Wahrscheinlich entweder in Cheddar oder da hinten in Australis. Ja, wahrscheinlich Cheddar. Ich vermute Cheddar. Ich habe den ja nicht ohne Grund mir geholt, ne? Diesen wundersamen Stern. Cheddar klingt auch nett. Ja, klingt schon nett. Wir brauchen echt unbedingt noch eine bessere Forschung, was das angeht. Und zwar die Universe Exploration hier, die ist auch sauteuer. Aber die wird uns jetzt im Moment nicht weiterhelfen, weil wir müssen das konventionell herstellen. Und das können wir so machen. Das sollte auch gehen. Wir haben bloß hier wieder mal einen extremsten, unangenehmsten Stromengpass. Wir werden ihn gleich nochmal richtig verstärken, damit es sich auch lohnt. Weil was willst du auch sonst machen, ne? Also, wenn du früh aufstehst und denkst, ach, guck mal, ich habe einen Stromengpass. Ja, dann verballerst du erstmal noch ein bisschen. Weil, ist, ne? Ansonsten wäre es ja einfach. So, jetzt können wir hier nämlich schön wieder von der Seite rausgehen, das ist kein Problem. Wir brauchen Titanium Crystals. Sollten wir haben, nicht mehr ewig viele, aber sollten wir haben. Ich begrenze es trotzdem mal aus Sicherheitsgründen. Remote Demand. Könnte aber auch eng werden. Lass mal schauen. Könnte eng werden. Kann sein, dass wir von denen zu wenig produzieren wegen den organischen Dingers. Das ist auch wieder so ein Ding, ne? So wieder so ein Ding da einfach. Die organischen sind immer ein bisschen zu knapp. Da können wir eigentlich genug anfordern. Da müssten wir mehr als genug haben von dem Zeug. Haben wir auch. Kein Problem bei uns. Nehmen wir nochmal zwei Raumschiffe rein. Na, soll ja nicht so. Man soll ja nicht geizen mit interstellaren Raumschiffen. Das hat schon Mutti gewusst. Ja, also das ist ganz wichtig. So, da machen wir auch einen kleinen Demand rein. Zack, hier immer schön drauf. Gehen wir nochmal zwei drauf, weil wir es haben. So, schön. Gut, gut. Dann brauchen wir einmal Space Warper. Die können hier geliefert werden, damit wir alles von dem Zeug überall hinbringen können, wo wir auch immer das wollen. Und am Ende produzieren wir halt im besten Falle dann die Dingers. Und die wollen wir im Netzwerk verteilen. So der Plan. Easy Plan, oder? Assembler-Produktion, gar kein Problem für uns. Bauen wir mal eine schnieke Assembler-Produktion auf. Können wir auch eigentlich ziemlich weit am unteren Ende bauen. Könnte ganz gut werden. Naja, gut, okay, dann müssen wir gleich noch einrichten. So, warte. Das da. Und dann brauchen wir hier nochmal das da. So, die Titanium-Kristalle haben wir nicht. Aber das kriegen wir schon hin. So. Für die weiße Forschung brauchst du alle fünf davor. Ah, da war's. Da war's ja wieder. So. Eventuell produzierst du von irgendwas zu viel, sodass der Rest hängt. Das kann natürlich auch sein. Das ist absolut, absolut denkbar. Würde ich jetzt erstmal nicht bestreiten, weil sind wir ehrlich, wir wissen es besser. Kann natürlich sein, ganz klar. So, dann da. So, und hier sagen wir jetzt, wir wollen das produzieren. Das sollte auch funktionieren, technisch gesehen. Kein Problem für eigentlich. Ja, so. So, Casimir-Kristalle, technisch gesehen, kein Ding. So, dann hier nochmal ein bisschen luftig rein.
So, und von den Dingern kannst du auch ungefähr nie genug haben. Die sind irgendwie super special. Wenn wir mal ein bisschen die Produktion ausweiten. Was ist hier zu eng? Ist natürlich ein Stromengpass halt drauf, aber das ist völlig logisch und völlig klar. Ganz unkompliziert. So, die Titanium-Dinger. Wir produzieren einfach, ich hau ja gerade in die Forschung rein. Also das ist ja jetzt schon mit dem Baseballschläger auf die Forschung auf die Produktion eingedroschen. Ungefähr so kann man das eigentlich auch sagen. Das theoretische Maximum ist wie bitte? Das ist nicht wahr. Das ist auch nicht wahr. Im Leben nicht. Ja gut. Wenn du uns herausfordern willst, Spiel, dann kriegst du es aber gewaltig. Na, dann gehen wir mit der, dann gehen wir mit der Artillerie drauf. Wenn er sagt, es reicht, dann hau ich drauf. Das Spiel kann nichts Schlimmeres machen, als mir zu sagen, ja. Nö, da haben wir eigentlich mehr als genug, gönn dir mal hart. Weil, sind wir ehrlich, das Spiel müsste es eigentlich besser wissen. Eigentlich schon. Das ist richtig! Das ist die Wahrheit! Die haben so viel im System! Ich gehe komplett am Stock, ey! Ich bin ja völlig perplex. Wie bitte? Ja gut, dann also lass mich noch mal hier ein paar Förderbänder liefern, so 1000 oder so. Weil das hätte ja keiner ahnen können, dass das jetzt geht, ne? Wo ich das letzte Mal reingeschaut habe, hat es noch eine Ewigkeit gedauert, bis was gebaut war und jetzt geht das im Sekundentakt. Das ist tatsächlich aber das Problem gerade auch. Also ich sag ja, ich hau gerade auf unsere Produktion mit dem Baseballschläger ein. Und zwar nicht nett, sondern Vollgas. Das hat den Effekt, dass wir jetzt natürlich auch eine gewisse Produktionsproblematik irgendwann bekommen werden. Denn wir bauen ja jetzt schon auch, oder wir produzieren ja jetzt natürlich nicht nur Grundressourcen, sondern hauptsächlich weiterführende Sachen. Und das ist natürlich gleichzeitig auch ein dickes Problem, weil ich produziere die jetzt vielleicht, ja, aber irgendwann brechen mir die ganzen Grundproduktionen ein. Weil ich ja nichts davon nachliefere. Also die Problematik wird sich hier noch ganz stark rauskristallisieren, weil ich sehr sehr schnell gerade an alle weiterführenden Sachen rangehe und das kann schwierig werden. Die baust doch schon auf einem Planeten als fertige Kristalle ab. Ist das so? Hier die da? Ich weiß nicht, ob das dauerhaft läuft, was wir da gebaut haben. Ich glaube, wir hatten mal den Plan gehabt und ich weiß aber nicht mehr, wie das war. Die gelben? Ach, die Dinger! Ach, stimmt, ja, ich erinnere mich. Deswegen ist die Produktion hier so eskaliert. Die geht nämlich auch weiter hoch. Stimmt, da haben wir ein Vorkommen gehabt. Ja, du hast recht, Skagi. Die organischen Kristalle haben wir tatsächlich als fertige Produktion gehabt. Ich erinnere mich, ja. Das war der eine Planet. War das nicht sogar in Shada? Das war noch da. Ja, da haben wir uns damals wahrscheinlich. Ich glaube, ich habe da sogar noch gesagt, Mensch, da können wir richtig was mit anfangen. Habe mich voll gefreut wie so ein Schnitzel, aber dann. Ach, das Gehirn wieder, weißt du, wie es ist, ne? So, dann fordere ich jetzt hier einfach mal, weil ich es brauche. Naja gut, wir werden hier eh noch mehr als einen Spaceport brauchen. Bauen wir gleich den nächsten auf, damit der Planet hier niemals aus dem Energienotfallplan rausfällt.
Hier muss immer Energie im Ausnahmestadion reinkommen. Jetzt hängen wir schon bald an dem am nächsten Spaceport ran. Es kann sogar sein, dass wir den verschieben müssen, weil er gar so wild unterwegs ist. Wir produzieren hier irgendwas? Boah, das ist aber auch eine ganz sportliche Angelegenheit, ne? Ja, die Batterien kommen hier überhaupt nicht mehr zurecht, ne? Also das ist... Hier wär ein schöner Platz, um die Raid Receiver aufzubauen, von denen wir zum Glück 4 Stück dabei haben. Ist ja manchmal ist es auch ganz schön wild, ne? Jetzt können wir, warte mal, 4 Stück? Das ist doch perfekt. Hab ich die auf irgendeinen besonderen Ring gesetzt, der auf den hier. Der hängt dran, okay. Ich bin mal gespannt, wie die Power auf dem Planeten jetzt aussieht. Ja. Es wird tatsächlich sogar halbwegs gut gehen hier. Da laufen 3 laufen hier gerade. Es ist Winterzeit. Ich bin gerade am, keine Ahnung was. Warte mal, das ist doch Nord... Ja gut, das ist ja jetzt gerade auch die Zeit dafür. Gibt ihr das irgendwo ab? Ja, ne? Der hängt hier dran. Ja. Ey, die Glubbidi! Und ist die Sphäre schon fertig? wir sind gut dabei. Ja, wir sind gut dabei. Wir bauen gerade in die richtige Richtung. Aber vielen Dank erstmal, Ente, für 30 Monate. Und mit dem First Batch. Ach, du schaust ja wunderhübsch aus. Ente Glubbidi, Dankeschön für 30 Monate hier. Als Sub schon. Vielen lieben Dank dir. Für so, so lange Zeit. Das ist unfassbar. Aber guck mal, wie läuft, wie der läuft, ne? Das läuft doch schön. Ja, das ist ein bisschen mehr Solar hier geworden. Das ist ja, und jetzt, aber sind wir mal ehrlich, das reicht doch im Leben nicht, weil das hier nicht reicht. Generation, ja? Ja, obwohl die Requested Power geht sogar mal. Wir produzieren auch tatsächlich mittlerweile ein bisschen mehr Strom auf dem Ring, weil unsere Segel halt einfach länger halten. Der Cold Blue Ring ist auch mittlerweile deutlich besser sichtbar. Der Zwergenring hier war ja immer gut sichtbar, aber der blaue Ring war immer ein bisschen dünn. Ja, aber jetzt wird er mittlerweile richtig, richtig saftig, dieser Cold Blue Ring. Das ist ein Zeichen. Dritter Ring, ich würde die Solarpaneele da ehrlicherweise nicht so gerne reinballern, weil die sind ja dann einfach auch weg, ne? Also die sind ja für einen Eimer dann, also am Ende. Deswegen würde ich die nicht so gerne da reinziehen, weil ich bin da ehrlicherweise so, dass ich sage, ja, wir werden die schon irgendwann noch brauchen, ja, die Energie, aber dann schiebe ich die lieber auf einen anderen Planeten oder auf irgendwo anders hin, wo wir dann zum Beispiel die nächste Dyson-Sphäre hochziehen würden. Da, glaube ich, hätte ich mehr Bock drauf, da mich dann reinzufuchsen. Ich mache hier gerade mal eine kleine Versorgungsspritztour. Eisen würde ich gerne anfordern hier, aber das wird wahrscheinlich nichts. So, die Titanium-Kristalle, die laufen halt auch nicht, weil Titanium-Ingot nicht kommt, oder was? Bitte? Titanium. Das müssten mehr als genug sein. Und das müsste doch hier eigentlich produzierbar sein. Ich glaube, ich habe ein systemisches Problem hier gerade. Pazzi bekommt die Dyson-Sphäre. Pazzi bekommt immer die Dyson-Sphäre. Das ist ein universeller Grundsatz, den wir verfolgen. Ich glaube auch, Skaki, dass der Transport das Problem ist. Deswegen habe ich auch instant gleich mal Logistikdrohnen gebaut. Mr. White, moinsen! Wunderschönen guten Abend, hi! Weil wir müssten mehr als genug produzieren.
Samira, wunderschönen guten Abend. Was hast du was kaputt gemacht? Was denn? Ich war's nicht. Grundsätzlich nicht. Keiner kann mir das Gegenteil beweisen. So, hier nehme ich mir mal nichts mit. Das ist schön. So, die Dinge, ey, die sind aber alle gerade voll am Limit, oder? Ja, aber es wird schon, schau mal, wie das bessert sich. Wenn die Spaceports erstmal voll aufgeladen sind, ist das gar kein Problem mehr. Dann ist das kein Stress mehr. So, da haben wir jetzt mittlerweile mehr als genug von dem Zeugs. So. Jetzt lassen wir mal ganz kurz gucken, was wir noch anstellen können mit dem wilden Zeug. Wir produzieren jetzt Kasimir-Kristalle. Die brauchen wir wiederum mit Titaniumglas, das wir auch noch nicht haben. Das Spiel mag mich halt so, ne? Aktuell alles ein bisschen überarbeitet, aber sonst läuft. Ey, das dann erstmal, guck mal erstmal an, Füße hoch und so. Ne? Dann wird das schon. Wie sieht das mit dem Startplaneten aus? Der Startplanet ist, ich fürchte leider immer noch nach wie vor Katastrophe, das Ding. Das ist so eine Mischung aus Wasser- und Landwelt. Also sehr viel verteilte Seen. Das ist ganz unangenehm da zu bauen. Deswegen bin ich da so schnell wie möglich, als wir konnten, weg. Weil da ist halt echt anstrengend, viel zu machen dort. Das kann ich hier nicht anfordern, verdammt. Die ziehen hier aber auch ganz kräftig raus, ne? Okay, dann müssen wir mal ganz kurz Plan B für die Liebe hier anstarten. Wir werden von den Dingern mal ein paar brauchen. Weil da haben wir wahrscheinlich auch sehr wenige noch auf Reserve. Da lassen wir mal nachproduzieren, dann sind wir da ziemlich dünn. So, ist 33, da fehlt uns Eisen für. So, da müssten die Kristalle jetzt bald leer sein. Ja, okay, jetzt sagen wir mal, die sind leer. Technisch gesehen könnte man sagen, sie sind leer. So. Gut, dann haben wir wieder einen Platz mehr gewonnen. So. Macht doch deinen Startplaneten zum Naturschutzgebiet. Ja, würde ich ja machen, wenn wir nicht da alles an Öl rausbohren würden, was da jemals drinnen war. Das ist der einzige Planet, wo wir gerade aktiv richtig Öl fördern. Ah ja, guck mal, jetzt läuft das hier. Das ist tatsächlich ein Transportproblem gewesen. Ihr habt es ja schon vermutet gehabt. Ja gut, das ist ja hier auch kein Wunder tatsächlich. Ich brauche mal Raumschiffe. Wo sind meine Raumschiffe? Raumschiffe, wo seid ihr? Ich habe die irgendwo in der Reihe hier. Irgendwo da hinten, da. 7 Stück. Ja, 7 Stück ist besser als 0, ne? Ich baue so mittlerweile tatsächlich so dermaßen schnell diese Systeme auf, dass das Logistiknetzwerk einfach gar nicht mal hinterherkommt. Also die kommen einfach vorne und hinten nicht nach. Das sieht man jetzt auch, ja, weil die versuchen das natürlich aufzufördern. Ah, Kasimir-Kristall. Schöne Sache. Wieder ein Meilenstein erreicht. So. Aber immer noch, wie gesagt, nach wie vor auf dem Planeten hier halt einfach, wir haben so viele Raumhäfen so schnell hintereinander gebaut, dass dieses Stromnetz einfach komplett kollabiert. Ja, das ist immer kurz vorm Exodus. Das kommt auch nicht besser. Ja, also das wird auch, ich meine, die Produktion wird hier nur minimal mehr durch die Array Receiver, weil der Planet so weit draußen ist, wird er eh nicht so viel kriegen. Und der Bedarf sinkt ja auch quasi nicht, weil das dauert ewig, bis die vollgeladen sind. Deswegen wird diese Consumption Demand steigt immer mal ein bisschen an, dann fällt er mal wieder ein bisschen ab, aber bis er wirklich komplett gelöst ist, das dauert einfach. Can't get enough. I tried my best to look away, but I can't stop.